Und damit hallihallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge OMSI hier auf ÖPNV-Simulation. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's natürlich, der Bio. Und wie in der letzten Folge angesprochen, wollen wir uns heute die Gisela mal anschauen. Hier auf der Linie U4 von Innsbrucker Platz nach Neulendorf Platz. So sieht also, wie gesagt, heute unser Fahrziel aus. Ja, in der letzten Folge hatten wir ja den A3L uns angeschaut und jetzt, wie gesagt, mal noch ein bisschen oldschooliger. Denn, wie gesagt, die Gisela ist mittlerweile, ja, schon kaum noch im Einsatz. Aber immerhin, so das ein oder andere Modell fährt noch. Wir wollen uns das heute mal hier in OMSI anschauen. Das Ganze befindet sich hier aktuell noch in der Beta und ist tatsächlich ein bisschen schwer zu finden. Auf irgendeiner russischen Seite bin ich denn noch auf den Download-Link gestoßen, weshalb ich euch das hier heute zeigen kann. Und ja, wie gesagt, die Linie U4 hat man uns ja im letzten Part ja schon angeschaut gehabt und da gibt es eigentlich in der Regel einfach nichts mehr groß zu sagen. Und wird dann wohl Zeit, dass ich jetzt mich langsam mal dran setze und endlich mal die Strecken nochmal vom Microsoft Train Simulator aufnehme und eventuell auch von World of Subway die Linie U7, damit wir hier mal so ein paar U-Bahn-Videos hier aus dem Berliner Raum haben. Das wäre natürlich schon großartig. Und ja, als erstes, wie gesagt, haben wir hier den Fahrgastraum. Und hier sehen wir zum Beispiel schon, da oben ist der angesprochene Monitor, den ich eigentlich in der anderen ein bisschen vermisst habe. Die sind eigentlich mittlerweile überall schon drin. Und hier auch, wie gesagt, die Texturen halt relativ hoch. Da zum Beispiel sehen wir, dass es sich hierbei noch um eine unfertige Version handelt, denn die Tür, die Fahrertür ist noch nicht da. Und sonst, ja, gibt es hier an der Stelle, soweit nicht zu sagen, also einmal in stehender Position können wir uns hinstellen und einmal in eine sitzende Position. Und ja, Gisela G1 for humans only. Ja, sehr gut. Da haben wir nochmal das Schild. Und hier sehen wir natürlich jetzt, dass es sich hierbei wirklich um eine sehr, sehr frühe Version handelt. Hier Tür ist halt fehlen. Dieses Dashboard ist eigentlich so gut wie gar nicht vorhanden. Genauso wenig können wir hier oben das Ziel schildern oder sonstiges, weswegen wir da das Ganze über dieses Altmenü machen müssen. Nicht Alt-4, Altmenü. Ne? Daher funktioniert das Ganze, dass wir hier dementsprechend das Ganze einstellen können. Allerdings auch hier wieder mal ein Problem mit dem Schildern. Denn er schildert einfach gar nichts. Also das Rollband fährt zwar, aber irgendwie springt er halt immer an Neulendorf Platz oder Innsbrucker Platz einfach immer vorbei. Tja, wer weiß das schon. Ich würde sagen, wir lassen die Fahrgäste einsteigen. Das ging wohl in die falsche Richtung auf. Macht nichts, will sowieso keiner mit. Das ist natürlich eine interessante Frage, ne? Zug fährt ein. So, also jetzt lassen wir sie einsteigen. Und so schließen wir sie um. Genau. Es ist so cool. Groß nicht rein. So, halt Rathaus Schöneberg. Und dann können wir die Tür öffnen. So. Ach, das ist so schön. Das ist ja wundervoll. Da freut man sich halt irgendwie. Wenn es sowas geht, wenn es funktioniert. Die Lampen leuchten sogar, es ist ja noch großartiger.
Bayerischer Platz, Ausstieg auf der linken Seite. Normalerweise haben die natürlich auch Ansagen, aber wie gesagt, man kann ja hier nichts einstellen. Aber das ist okay. Das ist okay. Ich finde es ja schön, dass das Ganze hier überhaupt funktioniert. Also, nachdem man sich den gefühlt erstmal am Anfang damit bestimmt 20 Minuten, eine halbe Stunde wieder aufgeregt hat, weil das wieder mit dem Aufgleisen alles so nicht funktioniert hat und alles was. Ja, wenn man dann weiß, wie das Ganze, was man machen muss und wie und funktioniert das, macht das echt Spaß tatsächlich, hier ein bisschen U-Bahn zu fahren hier in Omsi. Ist zwar, wie gesagt, nicht das absolute Highlight, ja, weil die Strecke halt doch schon ein bisschen sehr, sehr klein ist, sehr kurz ist, ne. Aber ich muss sagen, also wie viel Detailliebe hier schon in den Fahrzeugen hier drin steckt, das ist fantastisch. Ist auch immer, ne? Nee. Ich würde sagen, das ist immer ein gutes Signal. Viktoria-Luise-Platz. Das ist so cool. Ah, ich finde das großartig, großartig. Ihr könnt, wie gesagt, gerne mal wieder eure Meinung in die Kommentare posten. Ich weiß schon, den einen oder anderen, wie gesagt, ist halt genau der gleichen Meinung wie ich. Omsi ist halt eine reine Bussimulation, ne? Dass sowas hier tadellos funktioniert, ist natürlich selbstverständlich, dass sich das nicht macht, ne? Dass ja irgendwo immer Fehler und Bugs mit bei sind. Aber wie gut das einfach umgesetzt worden ist und dass die Community heute immer noch so an Lotus, nee, nicht an Lotus, an Omsi festhält, das zeigt doch einfach schon so unglaublich viel. Nollendorfplatz. So, aber nicht gewettet, Kollege. So haben wir nicht gewettet, oder? Dann müssen wir wohl in die andere Richtung. Ja, hier gibt es natürlich keine Signale, ne? Normalerweise das Signal jetzt signalisieren müssen, dass wir, pass auf, wir müssen halt so und so, ne? Verstehen wir? So, ich muss mal jetzt ein bisschen ran hier. So, stellen wir die Weiche um. Dann gehen wir hier hin, zu diesem Fahrzeug wechseln, richtig. Ja.
So, jetzt gehen wir hier unten hin und wenn jetzt hier. Und wählen jetzt hier aus. Ja. Das hat nicht funktioniert. Nein, das ist doch wieder falsch. Liegt das schon wieder falsch? So. So wollen wir das haben. Und jetzt schieben wir uns hier ganz langsam rein. Ne? Was ist denn das, eine Mauer? Warum ist hier eine Mauer? Aha, das ist. Ach, die gibt's hier nicht, ne? Oder? Die gibt's hier nicht, genau. Ach, teilt sich das hier? Ah, okay, das kann natürlich Sinn machen. Aber dadurch, dass der Kollege jetzt hier mitten im Weg steht, können wir jetzt natürlich hier nicht vorbei. Das ist natürlich ein bisschen schade. Ja, aber jetzt habt ihr ein bisschen so gesehen, wie das auch mit dem Rangieren funktioniert. Ja, hier ist der Landlaufplatz, richtig. Das mit dem Rangieren funktioniert eigentlich wunderbar einfach. Ne? Also mit der F4-Taste könnt ihr euch denn hin und her setzen, wo ihr wollt, ob vorne oder hinten. Funktioniert natürlich nur, wenn es ein Zweirichtfahrzeug halt ist, ne? Fährt ein. Das schlägt sogar um, ja. Zug fährt ein. Wahnsinn. Finde ich cool. Finde ich super gemacht. Finde ich sehr, 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 sehr klasse gemacht. Ja, ihr könnt ja gerne eure Meinung hier unten in die Kommentare posten. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Wenn euch das Video natürlich gefallen hat, dann lasst den Like da. Abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt und mehr Folgen hier sehen wollt. Hier mit Lotus, Omsi und Susi und Co. Und ja, auf das wir uns dann in den nächsten Folgen wiedersehen, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge Omsi hier auf diesem Kanal. Damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!